Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Willkommen zurück in der uns nun schon sehr wohlbekannten Ansicht hier der Königreichsverwaltung. Die Regentin möchte mit uns sprechen. Wir hatten nämlich das letzte Mal einen Rangaufstieg gemacht. Das machen wir auch gleich. Wir schauen nochmal. 79 Tage sind es, bis der nächste und mutmaßlich letzte Angriff hier dieses uralten Fluches geschehen wird. Und eigentlich können wir 14 Tage noch abziehen. Das heißt, es sind 65 Tage bis dahin. Naja, hören wir erstmal der Regentin zu. Octavia, ich möchte euch beglückwünschen. Ah, wir sind jetzt wieder bei der Passage. Wayland Funkelstein, als ihr den Thron des Hirschkönigs übernommen habt, standet ihr vor der Wahl, ob ihr euch auf die Unterstützung der anständigen, ehrenwerten Leute verlasst oder die der Diebe, die damals so mächtig waren. Ihr habt die richtige Wahl getroffen und gemeinsam mit dem Volk habt ihr die Banditen gestürzt. Bauern, die einst Todesangst hatten, melden nun kühn jedes Verbrechen. Sie vertrauen den Behörden. Die Raublande blühen unter eurer Herrschaft auf wie nie zuvor. Heute ist eine Gilde von Schiffsbauern eingetroffen. Sie sind sehr angesehen und der örtliche Handel wäre sie unmöglich? Wäre für sie ohne euch unmöglich, vielleicht, keine Ahnung. Sie möchten euch danken, dass ihr die Banditen losgeworden seid, die immer ihre Schiffe versenkt haben. Sie fragen, wie sie sich revanchieren können. Wie wollen wir ihre Energie nutzen? Okay, gut, wir können Kaufleute herzlich empfangen. Ein Fest zu meinen Ehren. Nö, ich finde das hier ganz gut. Wobei, wir gucken mal. Loyalität, Kultur. Nee, jetzt unabhängig von den Werten mal rollenspielerisch entschieden. Finde ich das hier ganz gut. Das Königreich erfordert einen entwickelten Handel. Ich will, dass jeder Kaufmann in unseren Landen herzlich empfangen wird. Egal, ob es unsere eigenen Bürger sind oder Ausländer. Hervorragend. Die Kaufleute werden sich gewiss über die Aufmerksamkeit freuen. Ich hoffe, es sind andere Kaufleute als die, die gegen uns gerade putschen wollten. Wenn ihr euch erinnert. Seid gegrüßt, Durchlaucht. Zu sehen, wie euer Land aufblüht, ist wirklich ermutigend. Sehr schön. Sie hat mir etwas gebracht, einen Libellenring. Den wir uns gleich mal anschauen werden. Das ist dieser hier. Dieser Ring gewährt seinem Träger einen Verbesserungsbonus von +8. Auf Geschicklichkeit. Uiuiuiui. Das ist natürlich jetzt mal schon mal. Das ist mal ein Wort, ne? +8. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt für unsere kämpfende Truppe relevant ist oder vielleicht für einen der Berater, um ihn hier und da noch besser zu machen. Aber Geschicklichkeit haben wir eigentlich nur bei Yefell. Aber gut, wenn die besser wird, das ist schon nicht schlecht. Sie hat hier Paragon des Winters und Schutzring. Sie beschwört, glaube ich, eh nix. Insofern können wir ihr diesen Ring geben. Der macht sie 2 besser. Ja. Warum nicht? Warum nicht? Ja, man könnte natürlich nochmal gucken, ob es vielleicht tatsächlich jemand brauchen könnte von unseren Leuten hier. Ich meinte Ekun, Ring des Gesetzes mit der Rüstungsklasse. Vielleicht ist das sogar besser. Ich bin mir gar nicht so sicher, wie viel der Ring des Gesetzes bringt. +4 hier nochmal dazu. Ablenken. Na, den Ring des Bestienkönigs, den lassen wir ihm. Wir könnten ihm natürlich dafür ein Halsband geben. Das ist doch, glaube ich, auch Ablenken. Ich glaube, von Geschick würde er natürlich noch mehr profitieren, aber ist das ein reiner Verbesserungsmodifikator? Dann haben wir natürlich den Gürtel für ihn. Wir gucken mal ganz kurz nochmal auf den Modifikator. Ja, okay, sie hat gar keinen. Ah, der Gürtel ist jetzt für sie nicht mehr aktiv, deswegen ist das nur um +2 hochgegangen. Aber ich denke, dennoch die bessere Lösung. Wir lassen das bei Yefell, sodass sie dann besser wird als Beraterin. Okay. Gemeinschaft +1. Finsternis ist das einzige neue Ereignis und wir können dann weiter eine Stufe erklimmen. Ein Problem. Die Sonnenfinsternis, die stattgefunden hat, hat den Leuten Angst gemacht. Schlechtes Omen. Harem ist der beste Mann dafür. 90%
Ja, ich denke, bei solchen Problemen ist Harum wirklich ein guter Ansprechpartner. Dann schauen wir mal. Weinhandel können wir immer noch nicht angehen. Nee. Aber das wird kommen. Training können wir mal nebenbei wieder weitermachen mit Bartholomäus. Wer weiß, ob er nochmal zum Einsatz kommt. Schicken wir Octavia raus. Falls wir nicht mit Octavia noch ein Upgrade machen wollen, das lasse ich insofern erstmal. Und schaue, welche möglich sind. Arkan auf 9, okay. Göttlich wäre auch auf 10 möglich. Oder Loyalität auf 9. Hier ist einiges möglich. Oh, Spionage können wir sogar auf 8 bringen. Ja, ist doch gut. Dann machen wir das und schicken Harem hier los. Und schicken Octavia hier los. Und machen den Rangaufstieg mit TV. Gut, Spionage tatsächlich Rang 8 erreicht. Die Flüchtlinge, das war erfolgreich. Die Elementarrufer wurden in einem verlassenen Gutshaus versteckt, weit von den Städten und Straßen entfernt. Dankbar überreichen uns Abhandlungen. Sehr gut. Nach Süden. Triumph, die Bauern haben eine einmalige finanzielle Unterstützung für die Wiederaufstockung des Inventars erhalten. Die bis zu den 10 bewaffneten Haudegen haben einen Raubzug unternommen und die Hälfte ihrer Beute an die Schatzkammer gespendet. Auch nicht schlecht. Und die Flussjungfrau, das war triumphal. Das kennen wir aber schon. Militär und Wirtschaft. Verbessert Freiheit um jeden Preis. Okay, eine Halborg-Rebellen. Die Kuratorin hat Barden aus der Hauptstadt engagiert, die sich über die Unruhestifterin lustig gemacht haben. Nur die Tauben haben die Ballade des galtanischen Bussards noch nicht gehört. Das bringt etwas für Kultur. Und der nächste Rangaufstieg wäre möglich mit Octavia. Ein Adliger in Schwierigkeiten und Waljagd ist jetzt dran. Weinhandel müsste aber jetzt eigentlich möglich sein. Ja, sowohl mit Jubilost als auch mit Valerie. Das heißt, wir können erstmal hier schauen. Eine Gelegenheit. Ausflugsboot können wir Amiri schicken. Waljagd können wir Valerie schicken. Blutwale. Gefährliche Unternehmung. Aber für sie bringt das was. Und dann schauen wir mal. Wir könnten Wirtschaft auf 10 bringen. Aber da wollten wir jetzt eigentlich erstmal gerne diesen Weinhandel starten. Schicken wir Jubilost hier hin. Dann, was ist noch möglich? Arkan auf 9. Ich denke, das ist vermutlich das nächste, was wir tun werden. Ja, Loyalität sparen wir nochmal auf. Machen wir das so. Dann schicken wir die wieder los. Auch los. Wirtschaft kümmert sich Jubilos. 30 Tage dauert es allerdings. Das ist eine lange Zeit. Und der Rest ist schon unterwegs. Dann machen wir unseren nächsten Aufstieg. Okay. Arkan hat 9 erreicht. Geheimes Versteck in Glennebonn. Ein Schatz wurde erkannt. Entdeckt. Aber da ist jetzt nichts weiter passiert. Finsternis, da war Harem erfolgreich. Natürlich, der Hohepriester hat die Leute überzeugt, ihren Klerikern zu vertrauen. Die Panik legte sich, ehe sie die gesamte Region ergreifen konnte. Gut. Okay. So, der Geschichtenerzähler als Magister wird gestärkt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wartet mal. Was ist denn der Geschichtenerzähler jetzt? Was ist sein Job? Ah, Magister, okay, das würde also sehr gut passen, wenn wir das machen würden. Er selbst käme dabei zum Einsatz. Ich denke, das machen wir auch noch. Und er möchte auch noch mit uns sprechen. Und da kommt er. Seid gegrüßt, Durchlaucht. Ich möchte euch über den momentanen Zustand der magischen Angelegenheiten im Königreich informieren. Aber ihr könnt ganz beruhigt sein. Es sind nur gute Nachrichten. Die magische Gemeinde hatte Verständnis für die neuen Vorschriften, welche die Nutzung von Magie in dicht besiedelten Gebieten eingeschränkt haben. Es spricht alles dafür, dass die Reformen ein durchschlagender Erfolg waren. Insgesamt sind wir zu einer der führenden arkanen Mächte in den Flusskönigreichen geworden. Wir heben uns zudem durch unseren verantwortungsbewussten Umgang mit der Magie ab, indem wir sicherstellen, dass wir ihre Entwicklung immer im Griff haben.
Die Magie bleibt in unserem Königreich immer ein Werkzeug. Wir treiben keine Magie um der Magie willen. Unsere Erfolge haben es uns ermöglicht, ein ehrgeiziges Projekt zu verfolgen. Ich habe drei Ideen. Wir könnten das Wissen, das unsere magischen Schulen gesammelt haben, dafür nutzen, unsere Priester schneller und gründlicher auszubilden. Ich glaube, dass das unserem Königreich letztlich am meisten nutzen würde. Wir könnten stattdessen unser arkanes Wissen an unseren Nachbarn weitergeben und im Gegenzug ihr eigenes Wissen empfangen. Und schließlich könnten wir anfangen, magische Waffen für unsere Truppen zu produzieren. Ich glaube, ich bleibe mal bei seinem Vorschlag. Wir verbessern die Ausbildung der Priester. Das finde ich auch ganz gut. Ich kümmere mich um alles, Durchlaucht. Sehr schön. Möglicherweise wieder ein Sonderereignis oder einfach nur ein einfacher Vorteil. So, Bocken bringt uns den Gürtel des Bombenwerfers. Aber den kennen wir meines Wissens schon, besitzen wir schon. Brauchen wir uns nicht angucken. So, okay. Arkan plus 1. Jagd auf die Jäger. Eine Gelegenheit, aber das Justiziare bieten an, eine große Razzia gegen die Assassinen zu unternehmen, die sich in der Hauptstadt verstecken und Ordnung in die dunkelsten Winkel der Stadt zu bringen. Ja, jetzt nehmen wir mal ihr Fall und ich werde sie jetzt auch tatsächlich mal so weit unterstützen, dass sie das auch mal schafft. Und zwar sicher schafft, weil ich will jetzt mal einen Triumph. Ich will, dass sie hier unsere Spionagenfähigkeiten noch weiter erhöht. Das ist der einzige Wert, glaube ich, wo wir es nicht schaffen, im Moment auf die Stufe 10 zu kommen. Wenn wir überhaupt das von der Zeit her noch hinkriegen. Es wäre schon irgendwie cool, wenn das gehen würde. Aber mal gucken. Gut, hier ist jetzt alles los. Das, glaube ich, starte ich jetzt ungesehen einfach mal. Hier haben wir nichts Neues und ja, dann müssen wir uns einfach überlegen, mit wem wir den Rangaufstieg machen. Ekundayo, Stabilität 9, ja. Gute Möglichkeit eigentlich. Göttlich auf 10 bringen mit Harem. Oder Tristian, Loyalität. Schwer zu entscheiden. Ich würde tatsächlich sagen, wir bleiben mal bei Ekon. Was ist das hier? Ach so, Arkan könnten wir auch auf 10 bringen. Ja, warte mal. Das heißt, warte mal, 210 genügen. Das heißt also, 200 könnte die Grenze sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht ist es auch noch weniger. Naja, wir werden es noch erleben. Vielleicht Stabilität bringen wir jetzt erstmal auf 9. Mit Ekon. Okay. So, Adlige in Schwierigkeiten. Amiri war triumphal. Die von der Generalin entsandten Truppen befreiten die Adlige rasch. Wahljagd. Auch das war ein Triumph. Die erste Diplomatin versammelte eine Jagdgesellschaft aus lauter furchtlosen Teufelskernen, stattete sie mit allem aus, was für ein solches Abenteuer nötig ist, und schickte sie aus, sich den Seefahrern aus Ulfen anzuschließen. Nun bekommt das Königreich einen Anteil des Jagdruhms. Sehr gut. So, Bartholomäus ist stärker geworden und Marschall will mit uns sprechen. Da ist auch schon Ekundayo. Ich habe Neuigkeiten, Waylon Funkelstein. Wiegmold hat sein magisches System fertiggestellt. Es ist jetzt leichter, Banditen zu schnappen. Viel leichter. Ach so, das war dieses Mega-Überwachungssystem über die ganze Stadt. Wir haben die Schamanen gefunden, die unser Essen und unser Wasser vergiften wollten, sogar noch bevor sie die Stadtmauern erreichen konnten. Hervorragend. Wiegmolds Präventionssystem. Ekon verstummt, fährt nach einer Weile aber fort. Das Königreich ist sehr gewachsen. Es ist jetzt viel stärker. Wir können unsere Leute vor vielen Gefahren schützen. Vielleicht vor fast allen. Das ist eine beeindruckende Leistung. Ich bin froh, dass ihr mich als euren Ratgeber erwählt habt. Es freut mich sehr, dass ich diesen Pfad mit euch beschreiten darf. Ja, das ist immer das letzte Gespräch, bevor man das auf Stufe 10 bringen kann. Auf Stufe 10 gibt es dann nichts mehr zu sagen. Da feiern sie einen ab. Ist auch irgendwie ganz cool, auf diese Art und Weise gelobt und umschmeichelt zu werden. Fühlt sich auch ganz gut an. So, und das ist jetzt Wiegmolds Präventionssystem. Ui, das dauert auch noch 30 Tage. Wie lange sind es denn noch? 58. Das heißt, das kriegen wir tatsächlich noch hin.
So, auf der Achse rechtschaffen chaotisch. Plus 3 auf die Lösung von Situationen mit dem Marschall bei einem Königreich mit rechtschaffener Gesinnung. Ach so, ah, okay. Ich glaube, wir sind neutral. Das heißt, die Generalin bekommt bei uns plus 3. Und bei Chaotischen wäre es die Ministerin. Und bei Gut-Böse, ah, plus 3 bei der Regentin. Okay, das heißt, wir bekommen plus 3 bei der Generalin und bei der Regentin. Na, cool. Interessantes System. Will ich gerne angehen mit Ekundario. Starten wir das Ganze. Wiegmolds Präventionssystem. Jetzt gucken wir mal bei den Ereignissen eine Gelegenheit. Es geht um Handelsprivilegien mit Brevoy. Versuchen wir es. Und hier Jagdsaison. Ein Elch ist gesichtet worden. Harem auf Jagd ist auch ein bisschen merkwürdig, ne? Aber geht, dann könnten wir einen Rangaufstieg mit Christian machen. Das würde ganz gut passen eigentlich. Hier gehen wir dann auf Loyalität 9. Also schicken wir ihn los. Schicken wir sie los. Das haben wir schon gestartet. Ich guck mal, gibt es noch. Für Bartholomäus gibt es auch noch was. Octavia kann sich um ihn auch nochmal kümmern. Das ist unser bester Ersatzmann. Der beste Ersatzspieler, der noch auf seinen Einsatz wartet, vielleicht irgendwann. Gut. Dann kommt jetzt der Rangaufstieg mit Christian. So, auch da haben wir Rang 9 erreicht. Jagd auf die Jäger. Gott sei Dank, das war triumphal. Schade, dass Spionage nicht weiter hochgeht. Aber wir haben dafür gesorgt, dass hier mal einen richtigen Erfolg feiert. Die Agenten des Ratgebers drehten alle Assassinen, die sich in der Hauptstadt verbargen, um. Wer die Kooperation verweigerte, wurde bei der Razzia der Justiziare getötet. Die Klugen flüchteten sich in die Obhut des Ratgebers. Sie brechen das Gesetz nun nicht mehr, sondern beschützen es. Okay, Jagdsaison. Harem war triumphal. Die Gläubigen wurden aufgefordert, das edle Tier zu erlegen. Der hohe Priester organisierte eine Zeremonie zu Ehren des Siegers und die Trophäe wurde von einer jubelnden Menge dem König präsentiert. Auch gut. Und ja, es gibt irgendwas zu besprechen. Das müsste doch eigentlich Christian sein, oder? Ja, genau. Waynen Funkelstein, der Stadtrat, hat heute über die Erweiterung eines der Bezirke beraten. Der Platz in der Mitte des Bezirks wird nach euch benannt. Das wurde einstimmig beschlossen. Ihr habt die Liebe eurer Untertanen verdient. Nicht jeder Herrscher bekommt die Gelegenheit, sie zu genießen. Doch nun zu weniger erfreulichen Neuigkeiten. Die Wachen haben eine Verschwörung unter Kaufleuten aufgedeckt. Das kennen wir doch schon. Alle Verschwörer wurden verhaftet. Ihr müsst über ihr Schicksal entscheiden. Die Leute sind besorgt, dass die reichen Kaufleute ungeschoren davonkommen werden. Ich glaube, ihr werdet für angemessene und gnadenvolle Gerechtigkeit sorgen. Okay, Galgen. Sie gehen lassen? Oder. Nee, kommt. Wir werden sie bestrafen, aber nicht mit dem Tode. Befreit sie von ihren Ketten, befreit sie außerdem von ihrem Reichtum, ihren Häusern, ihren luxuriösen Gewändern und allem anderen Besitz. Es wird alles für das Wohl des Staates und seiner Bewohner beschlagnahmt. Das finde ich richtig. So, es heißt, man erkennt wahre Tugend erst, wenn man absolut gar nichts besitzt. Vielleicht werden sie ohne ihre Reichtümer bessere und reinere Seelen. Genau, das war auch mein Gedanke. Oh, ein weiterer Besuch erwartet auf eine Audienz mit euch. Er ist der Anführer der Druiden von Funkelstein. Okay. Wir haben Druiden hier in Funkelstein. Ein rüstiger alter Mann mit einem zottligen Bart beginnt sich zu räuspern. Seine durchdringenden Augen mustern dich. Sein Gesicht ist friedlich und respektvoll. Lang lebe euer Durchlaucht. Ich bin hier, um im Namen euer Vasallen zu sprechen. Jenen, die davon leben, dass sie das Land bestellen, das meine Brüder und Schwestern geschworen haben, zu beschützen. Wir waren die einzigen Verteidiger, ehe ihr kamt. Ich muss gestehen, zunächst hielten wir euch nicht für einen Freund, aber wir haben uns getäuscht. Wir haben schon vieles gesehen, aber ein Herrscher, der sich gegen die Reichen, für das einfache Volk einsetzt, das ist neu. Die gehässigen Kaufleute, welche das Volk so lange ausgebeutet haben, sind jetzt wie die Banditen. Sie singen ein anderes Lied und treiben ehrlichen Handel.
Dafür danke ich euch im Namen des Druidenzirkels. Sagt uns, was eure Untertanen für euch tun können, und euer Wort wird das unsere sein. Die Leute hören auf ihre Druiden. Okay, gut, wir könnten hier in Bildung investieren. Also eigentlich, so emotional und rollenspielerisch würde ich das Erste sagen. Von den Werten, wenn ich jetzt an unsere Stufe 10 in Spionage denke, würde ich das Zweite nehmen, sozusagen spielmechanisch überlegt. Aber ich bleibe mal bei meinem rollenspielerischen Ansatz und sage das hier. Die Kaufleute sind reich geworden, weil sie lesen und schreiben können und weil sie Geschichte und Geografie studiert haben. Lasst die Leute ihre Kinder in Schulen, in Tempel und zu Waisen schicken, damit sie lernen und klüger werden können. Genau, Kultur plus 15. Wir hätten vermutlich Spionage plus 15 bekommen. Das wäre es vermutlich gewesen, um die 10 zu erreichen, aber wir bleiben hier unserem eigentlichen Ansinnen treu. Wir tun es, Wayne in Funkelstein. Es wird natürlich einige Zeit dauern, aber letztlich wird es unsere Situation verbessern. Euer Volk liebt euch wirklich, auch wenn ein Herrscher noch so einflussreich und mächtig ist. Die Druiden bringen Tyrannen und Schurken niemals Geschenke. Nun gut. Okay, Irlene bringt einen Gegenstand, der Ruf heißt. Was hat es damit auf sich? Der Ruf. Ist es nicht Paragon des Winters? Wir gucken mal vom Neuesten zum Ältesten. Das ist ein Kampfstab. Gut. Loyalität plus 1. 2 Rangaufstiege. Neu möglich. Keine weiteren Ereignisse. Training haben wir am Start. Flüche und andere ist nicht. Ja, dann gucken wir mal, was hier möglich ist. Harem auf 10. Und was ist hier? Tristan auf 10. So, wir schauen uns mal kurz die Werte an. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die wir noch auf 10 bringen müssen. Und dann haben wir noch Spionage, das wir auf 9 und 10 bringen müssen. Das sind 8. Na, theoretisch würde es gerade so zeitlich hinkommen, dass wir das schaffen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass uns einfach die Werte, die Punkte im Spionagebereich fehlen. Wir haben sie ja jetzt auch bewusst sogar nicht genommen. Nun gut, es ist wie es ist. Wir bringen göttlich auf 10. Okay. Handelsvorteil, Triumph, die Agentin, oh, hier haben wir immerhin Spionage noch was bekommen. Die Agenten des Ratgebers führten äußerst geschickte Verhandlungen. Das Geheimnis ihres Erfolgs waren die Informationen, die sich im Voraus über die Häuser von Brevoy gesichert hatten, von ihren Spionen. Die Unterhändler nutzten die Schwächen und Eigenarten ihrer Gegner und das zahlte sich aus. Sehr gut. So, der Geschichtenerzähler wurde gestärkt. Neue Ereignisse sind dann tatsächlich auch nicht mehr da. Auch keine Möglichkeit für ihr Volk, sich zu bewähren. Hier gibt es auch keine Sachen mehr, die wir tun können. Nee, dann bleibt es jetzt tatsächlich dabei, weiter die Rangaufstiege durchzuführen. Okay, da sieht im Moment es so aus, dass nur einer geht im Moment. Und das ist Tristan auf 10 bringen. Gut, haben wir geschafft. Weinhandel ist auch jetzt erfolgreich. Sehr schön, das Abkommen ist unterzeichnet. Dann Bartholomäus Fertigkeiten sind gesteigert worden. Und jetzt haben wir sechs Ereignisse. Und jetzt müssen wir das gut timen. Denn es sind gar nicht mehr so viele Rangaufstiege möglich, dass wir jetzt auf jeden Fall immer was machen können. Und die Frage ist aber, die erste Frage, die wir checken müssen, ist irgendwo was für Jefel dabei? Ja, zum Beispiel hier. Das ist super wichtig. Mit 95% wird sie das auch schaffen. Das heißt, sie kriegt hier nochmal Spionage. Okay, das ist das Erste.
Das nächste müssen wir auf jeden Fall was definieren, wo wir einen Rangaufstieg machen. Jubilost, Octavia und Geschichtenerzähler wäre alles möglich. Echo nicht. Okay, einer von den dreien muss also jetzt frei bleiben. Kümmern wir uns erstmal um die Probleme. Lindsay bei der Fuchsjagd, das kennen wir schon. Würgetod, Epidemie. Harem kann das machen. 80% wird er schaffen, okay. Die jaulenden Wölfe. Amiri könnte das erledigen. Im Zeichen des Himmels. Harem ist unterwegs. Ist aber auch nur eine Gelegenheit. Flüchtige aus Pitax kann Valerie machen. Und dann sind wir wieder am Anfang. Das passt also. Das heißt, beim Rangaufstieg haben wir alle Optionen. Und dann gehe ich, glaube ich, diesmal jetzt auf Wirtschaft auf 10. Okay, das fügt sich alles ganz gut ineinander. Ja. Gut, dann locken wir die Ereignisse mal ein. 9 Tage für hier früh. Das müssen wir, wie gesagt, offen halten. Das wird auch gestartet und hier kommt dann der nächste Rangaufstieg. Gut, der nächste Rang, der auf 10 gestiegen ist. Sehr schön. Ja, jetzt wird's, die Auswahl wird immer weniger und wir haben zum Beispiel Yveth also nicht dabei, um sie auf 9 zu bringen, wenn ich das richtig sehe. Das heißt, das wird dann vermutlich uns nicht mehr gelingen. Nee. Ich denke mal, dass sie dann 100, vielleicht braucht sie 160 für 9 und 180 für 10. Könnte in etwa, könnte vielleicht so sein. Ich glaube nicht, dass wir hier noch 30 Spionagepunkte bekommen können. Gebäude haben wir auch alle gebaut, die das bringen. Also es bezweifle ich mal sehr stark. Wir gucken mal, was hier noch neu dazugekommen ist. Zeichen des Himmels können wir noch nicht angehen. Hochzeit in besseren Kreisen. Das kann nur Octavia machen, dann soll sie das auch machen. Und dann bleibt für den Rangaufstieg nur noch einer übrig, der Geschichtenerzähler Arkan auf 10 zu bringen. Mehr ist dann da nicht zu tun. Ja, dann starten wir das auch nochmal. Okay, Arkan haben wir 10 erreicht. Ja, sie hat tatsächlich jetzt also nochmal Spionage plus 3 dazu bekommen auf 154. Die Beamten aus Finismoor mit den Streitrössern. Sie besiegelte das Geschäft auf geschickte Weise. Jaulenden Wölfe waren Triumph. Ungeheuer allesamt vernichtet. Genauso wie den Anführer, den Varg. Flüchtige aus Pitax waren Triumph. Der Hinweis, dass in 2 Wochen der Angriff vom Kahlen Hügel erwartet wird. Fuchsjagd war ein Triumph. Und Wiegmolds Präventionssystem ist eingeführt. Okay, gut. So, das heißt aber auch, schaut mal, wir haben jetzt tatsächlich noch 2 Werte auf 9 und einen auf 8. Und wir sind hier doch 23 Tage. Da habe ich mich irgendwie verrechnet. Ich bin mir nicht ganz sicher. Die 14 Tage müssen wir abziehen. Eigentlich wird es schon, wir können noch einmal 7 Tage vergehen lassen. Und dann wird es ernst, liebe Leute. Das heißt, wir haben diese lange Zeit des Friedens genossen und auch irgendwie überstanden. Und ich bin mir sicher, dass es also bei der nächsten Folge zur Sache gehen wird. Und ich bin gespannt, was passieren wird. Ich bin gespannt. Gut, dann beenden wir das erstmal hier. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Steinwallen.